Moin und willkommen zurück zu Satisfactory mit der Plus-Mod. Und das letzte Mal haben wir da hinten bei unserem Ölfeld die Stromproduktion mehr oder weniger abgeschlossen. Ich habe jetzt die fehlenden Teile noch schnell hingebaut. Das waren zwei, drei Generatoren. Jetzt läuft das. Die Stromproduktion schaut eigentlich ziemlich gut aus mittlerweile. Wir können mal gucken. Ja. Wir produzieren viel mehr als wir brauchen und sogar mehr als wir brauchen würden, wenn alles läuft. Das ist schon mal gut. Ist zwar noch nicht perfekt, aber fürs Erste reicht's. Gut. Ich würde gerne. Wir haben hier noch zwei Schneckenfabriken, mehr oder weniger, also Schneckenzuchtfabriken, die nicht laufen. Einmal hier Violett, glaube ich. Ne, Purpur, genau. Und dann können wir mal gucken, welche Farbe wir hier reinmachen. Wir hätten noch über hellblau oder türkis und einmal dunkelgrün. Ich würde sagen, wir machen dunkelgrün, weil wir da einfach mehr Schnecken davon haben. Und wie ihr unten sehen könnt, benötigte Nahrungsstufe bei allen drei Farben ist das jetzt Frühstücksschneckenfutter. Das heißt, um die laufen zu bekommen, brauchen wir erstmal das Futter. Und wir haben ja da oben bei unserer ganzen Futterproduktion eigentlich schon alle Grundzutaten, die wir brauchen, werden produziert in eigentlich guten Mengen. Also jetzt nicht super übertrieben krass viel, aber das sollte, glaube ich, schon reichen. Gut, also das heißt, wir müssen jetzt erstmal das Schneckenfutter produzieren. Eine Pipeline für das Wasser haben wir schon gelegt. Wir müssen allerdings nur noch kurz hintergehen und Wasserextraktoren anschließen. Das sollte machbar sein. Gut, ich würde jetzt mal sagen, wir werden es schaffen heute, dass diese zwei Schneckenfarben da hinten, also Purpur und dann Dunkelgrüne wahrscheinlich, dass diese beiden immer laufen da hinten und dann hätten wir noch eine Farbe über. Da brauchen wir nochmal eine Anlage und wir werden wahrscheinlich sogar noch neue Farben bekommen. Also es geht hier fleißig weiter. Und wenn wir das dann haben, würde ich gerne mal echt anfangen wegen den Weltraumlift-Sachen, weil sonst kommen wir da gar nicht mehr weiter. Gut. Jetzt sollte ich vielleicht erstmal schauen, was wir brauchen. Wo machen wir denn die Anlage hin? Also hier haben wir das schon für die ersten Schnecken. Also ich sage jetzt mal T1-Schnecken. Dann haben wir hier die Tierstufe 2, das Futter. Und da hinten, ab der Farbe, ab der lila Farbe oder Purpur, was auch immer das ist, geht es dann eigentlich schon weiter mit T3 und es wird noch mehr dazu kommen. Gut. Das läuft alles. Das läuft alles sogar noch ziemlich gut. Das wundert mich ein bisschen, aber ist ja auch mal gut. Ich würde sagen, wir stellen das jetzt einfach hier auf das Dach drauf. Haben wir eh Platz. Oder? Ja, klar. Wir machen das genauso wie jetzt bei den anderen beiden. Immer drei Stück. Da haben wir ein kleines Problem mit dem Wasser. Na, bekommen wir hin. Und falls es dann noch eine vierte Stufe geben sollte, können wir die ja hier reinsetzen. Und so weiter, bekommen wir hin. Und wir müssen eh mal gucken, wie das mit den Dogos läuft, weil da habe ich mich ja noch gar nicht mit beschäftigt. Es gibt ja auch ein Dogo-Käfig und so. Bin gespannt, was die mir bringen. Ist das jetzt so richtig rum? Ja, genau, passt schon. Gut, und wir brauchen Frühstücksschneckenfutter, war das, oder? Ich schaue lieber nochmal, bevor ich jetzt einen Scheiß baue. Kommt nämlich ganz schön oft bei mir manchmal. Frühstücksschneckenfutter, genau. Übrigens, es gibt auch noch süßes Schneckenfutter. Nahrungsstufe 4, da steht's ja. 1, 2, 3, 4, 5. Oh mein Gott, Leute, wie viele Schneckenfarben gibt's denn noch? Naja, gut. Wir brauchen hier auf jeden Fall, wir könnten mal durchgucken, das haben wir alles, wir haben eigentlich alles. Das wird ein bisschen, ne, haben wir auch. Wir haben alles. Wir brauchen Weizen und Äpfel. Weizen ist halt so eine Sache, das wird hier schon benutzt. Das könnte natürlich irgendwann sein, dass uns das ausgeht. Mir kommt es so vor, als wenn die Textur heute ein bisschen komisch wäre. Gerade so bei den Weizensäcken. Naja, täuscht. Täuscht. Gut. Das Problem ist jetzt natürlich, weil ich die beiden Bänder so nah zusammengebaut habe, bekomme ich jetzt hier keinen Splitter mehr her. Aber ich mache das ganz einfach. Also,
Ah, kein Problem, wir machen es so. Easy. Muss die richtige Höhe treffen. Wunderbar. Das sollte alles passen. Und Strom brauche ich hier oben. Unbedingt, ich merke es jetzt schon. Ich habe es früher gehasst. Den Schwebe-Rucksack. Mittlerweile bin ich echt zufrieden oder froh, dass ich den habe. Ich benutze den eigentlich erst so wirklich mit diesem Spielstand hier. Davor habe ich alles mit dem Jetpack gemacht. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Das ist eigentlich praktisch. Machen wir das so. Die kann man ja nicht in Reihe schalten, genau. So, hoffentlich war ich schlau und habe hier gleich MK3 Pipeline verlegt. Ja. Das heißt, wir haben genug Wasser. Mehr als genug. Mal gucken, wie wir das jetzt hier machen. Eigentlich wäre es wieder super einfach, wenn wir von da... Ja, es ist... Also, es ist ja wie, als wenn ich das gewollt hätte hier alles. Die Höhe kann ich leider nicht halten, oder? Nein, schade. Aber wir machen das von der anderen Seite, dann geht's vielleicht. Moment mal. Nein, so scheiße. Aber so geht's doch, oder? Wunderbar. Hier wird irgendwie gar nichts mehr produziert. Ich habe schon die ganze Zeit irgendwie nichts gesehen, wie sich irgendwas bewegt. Doch jetzt. Ja, ist ja gut. Ist, dann passt das. Dann haben wir ausreichend Sachen. Wir brauchen jetzt noch Äpfel, oder? Halt, das Weizen muss ja noch hoch. Aber wie machen wir das denn jetzt hier? Ich würde sagen, Splitter, das Weizen kommt von unten und die Äpfel dann von der Seite. Das macht hier überhaupt gar keinen Sinn so. Shit. Ich muss das erstmal so machen. Ja, auf der rechten Seite hätte ich es natürlich jetzt nicht machen müssen, aber egal. Beziehungsweise, nee. Ja, obwohl vielleicht doch, wir machen das so. Weil, wer weiß, vielleicht brauche ich noch eine vierte Anlage irgendwann und dann kann ich das schön weiterbauen. Also, sobald es blau wird, gehen wir hoch. Genau, bam, bam. Das gibt's doch nicht. Ich habe doch hier irgendwo Strom in der Nähe. Warum ist das denn so, die Reichweite ist so kurz? Was mir gerade einfällt, da hinten beim Strom, was wir letztes Mal gemacht haben, habe ich ja jetzt die 2, 3 Generatoren, die gefehlt haben, habe ich ersetzt. Habe ich ja gesagt gehabt. Aber ich glaube, wir hatten noch nicht für alle 7 Anlagen, was es waren, glaube ich, die Wasserextraktoren gebaut. Für 5 Stück haben wir das gemacht. Moment mal, das wäre natürlich jetzt super geil. Schon heftig, wie weit man das zoomen kann. Ja, und ich sehe genau die Wasserextraktoren nicht. Das ist dann zu weit weg. Man sieht nicht alle Gebäude. Naja, okay. Müsste ich vielleicht nochmal hinterschauen dann. Gut. Dann hätten wir das. Dann brauchen wir noch das Weizen holen. Jetzt stelle ich mir den Strommasten hin. Weizen holen und Äpfel. Wahrscheinlich sind die Äpfel ganz hinten. Wäre der Klassiker. Hier noch Platz. Perfekt. Gut, dann könnten wir... Stelle ich es genau dahin, wo das Weizenband kommt. Würde ich sagen, machen wir das...
Oh, wie machen wir denn das jetzt? Das schaut schon ein bisschen scheiße dann aus. Ich weiß nicht, ob das was wird, was ich da mache. Und das Weizen geht unten in die Richtung und von oben kommen die Äpfel von der Richtung. Und das ist schon mal Shit. Aber vielleicht funktioniert es ja hier. Auch nicht. Habe ich genau die in der Mitte, wo ich als erstes gemacht habe, schief. Jawohl. Also, Moment. Das Weizen kommt von der Seite. Und die Äpfel von oben. Jetzt müsste es doch passen, oder? Geht das jetzt auch hier halbwegs? Ja. Das schaut gut aus. Wunderbar. So, verteilt sich das auf alle drei? Ich brauche intelligente Splitter die ganze Zeit. Das ist ja super dumm. Darf ich überall beliebig einstellen? Abreißen habe ich jetzt keinen Bock drauf, bin ich ehrlich. Naja, aber haben wir ja schon. Gut, Äpfel noch. Dann sollte es passen. Ich hoffe, ich baue jetzt keinen Scheiß hier gerade. Gut, das muss ich mir gleich nochmal anschauen, wenn die Äpfel da sind. Die Äpfel kommen jetzt von hier. Erstmal schauen, wo die sind. Es wäre natürlich richtig geil, wenn die gleich hier wären. Also die Äpfel sind auf jeden Fall ein Baum. Das ist entweder der hier oder der hier. Weil die Bäume haben kein Gewächshaus. Geht bei denen nicht. Hier ist ein Äpfel drin. 4600. Nicht schlecht. Wir könnten jetzt mal gucken. Eigentlich nochmal nebenbei so. Versteckte Eisenplatten fehlen. Ich würde gerne mal ein bisschen forschen noch. Ich setze jetzt hier mal sicherheitshalber einen normalen Splitter hin. Und dann gehen wir hier schön sauber mittig hoch. Das wird sauknapp. Geht aber. Und hier gehen wir auch wieder mit dem Liftarm rüber. Nice. Übrigens, Leute, wenn euch das hier taugt und auch die anderen Spiele, dann würde es mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Das wäre eine coole Sache. Würde mich unterstützen und helfen irgendwann mal in Zukunft. Gut. Dann sollte das eigentlich funktionieren. Ach, wir müssen das Wasser noch ein bisschen machen. Und wir müssen es ja noch fusionieren. Logischerweise und runterbringen. Bäm, Äpfel kommen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob das hier alles auch so eine Richtigkeit hat. Also da gehen sie schon mal rein. Da und da. Wunderbar. Es gibt eigentlich im normalen Spiel nichts, was so klein ist, oder? Auf dem Förderband, fällt mir gerade auf. Sieht irgendwie schon putzig aus. Ach so. Und hier wird schon fleißig produziert, jawohl. Ich will gerne mal wissen, wie viele Energiefragmente wir haben aktuell. Die werden ja da hinten, da irgendwo eine Etage tiefer eingelagert. Müssen wir mal gucken. So. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das mit dem Förderband? Weil theoretisch muss ich ja gar nicht jetzt hier schon runter. Moment, ich zeige es euch gleich. Genau, weil das T1 und T2 Futter, nenne ich es jetzt mal, das geht ja jeweils da und hier runter. Also hier und hier. Das macht ja mit dem wenig Sinn. Ich müsste ja theoretisch erst da hinten irgendwo runterkommen. Jetzt ist die Frage, mache ich es wieder übertrieben hässlich und ich baue hier einfach
den Steg hin. Ich meine, ich werde den Platz da oben wahrscheinlich sowieso brauchen. Wir brauchen mindestens noch zweimal solche Anlagen hier. Und ich weiß nicht, was mit dem ganzen Dogo-Futter und Gehegezeug noch passiert. Wir können aber allerdings Stand jetzt nur Schneckenfutter produzieren. Ja. Gut, jetzt habe ich natürlich das Futter wieder in der Tasche. Nice. So. Aber ich würde sagen, wir machen das tatsächlich so. Wir gehen da jetzt einfach irgendwie hin und bauen uns einen Steg rüber. Ja. Das ist der Plan. Und irgendwann mal, ohne Scheiße, muss ich das irgendwie mal schön machen. Aber das ist, da ist, glaube ich, Hopfen und Malz verloren. Naja. Wir haben ja Zeit. Irgendwann machen wir das schon mal. Dann gehen wir vielleicht hier in die Richtung rüber. So, so ein hohes... Kann ich natürlich nicht bauen, gell? Nee. Könnte natürlich dieses übereinander stapeln. Aber nee, das machen wir nicht. Wie machen wir denn das jetzt am allerblödsten? Am besten so. Zack, zack. Dann gehen wir... Oh, komm, funktionier bitte. Und sei eine Höhe. Nein! Eins tiefer oder eins höher? Hätte ich mir natürlich merken sollen, wo es war. Aber ich glaube, so ist ganz gut, oder? Nein, ich mach's genau wieder auf die gleiche Höhe. Ich bin zu dumm. Dann was? Müsste es jetzt so passen. Ja, das schaut schon besser aus. Gut. Dann nutzen wir diesen ultra hässlichen Steg. Ach komm, wir machen das mittig. Dass ich mich beim nächsten Futter wieder aufregen kann, warum da kein Platz mehr dabei ist. Genau, so, deswegen machen wir das. Dann kann ich wieder nichts mehr daneben hinbauen. Was ist denn das eigentlich? Ich habe doch letztes Mal schon das Ding abgerissen. Oder was war das? Ach nee, da stand ich drauf, wegen dem Blueprint, dass ich da eine bessere Übersicht habe, genau. Gut. Oh, nee, ein Stück können wir noch vorgehen. Oder müssen wir sogar? Hit. Klassiker, natürlich. So, Moment mal, habe ich dabei und habe ich auch dabei. Das heißt, wir jumpen erstmal runter, machen das mit dem Wasser schnell. Das ist eh schon so eine Wasserextraktoren-Party da hinten. Da stehen, glaube ich, schon, weiß ich nicht, 40 Stück oder so. Halt, das haben wir doch hier gemacht. Für das Schneckenfutter. Genau. Scheiße. Mann. Ja, ihr seht das. Da hinten geht es ganz schön ab. Gut, wir brauchen auf jeden Fall, ich würde mal sagen, noch mindestens... Wir machen es einfach mal hier noch ein bisschen. Zack. Das sollte reichen. Moment mal, wir machen es gleich vernünftig. Dann haben wir für das nächste Futter auch schon gleich. Pipeline gibt ja einiges her. Die, also diese Pipeline gibt auf jeden Fall für alles Futter her. Außer natürlich die anderen Schneckensorten brauchen extrem viel mehr Wasser, aber das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Gut, dann bekommst du halt.
Du noch Strom. Und du noch Strom. Und dann setzen wir dagegenüber keine mehr. Gut, dann machen wir es doch nicht vernünftig, aber wir haben zwei Stück mehr. Das sind 120 Kubik und so viel brauchen die gar nicht. Also gut. Es sollte vielleicht reichen. Jetzt brauche ich natürlich diesen komischen Draht. Und dann müssen wir wieder anfangen rauszufinden, welche Luftfeuchtigkeit und Temperatur die Schnecken brauchen. Ich glaube, dass das jetzt langsam ganz schön, ja, also die Spanne, in welcher Temperatur er sich bewegt, oder die Schnecken sich bewegen, wird wahrscheinlich immer kleiner. Das heißt, wir müssen jetzt ziemlich genau arbeiten. Aber auch das bekommen wir hin. Ah, da steht ja hier einer. Moment, dann können wir gleich da mal gucken. Und zwar bei der Farming, genau. Dogo-Haus, Dogo-Käfig, Dogo-Futter, da kommt es nämlich. Das könnten wir machen, das Zeug haben wir oben liegen. Das haben wir auch oben liegen. Glaube ich. Wir haben eigentlich alles oben liegen, okay. Ich reiß das Ding jetzt mal ab. Dann kann ich es nämlich oben bauen. Wir müssen eh gleich wieder hoch. Hört es denn eigentlich bei den Foundations aus? Foundations, bei den Förderbandern passt. Aber Stahlschrauben fehlen uns. Ich habe übrigens für den Meilenstein habe ich alles in der Tasche. Das könnten wir auch gleich mal machen. Hier. Ist nicht mehr ganz voll. Ja, wir brauchen jetzt mittlerweile auch Stahlschrauben für die Produktion von den Energiefragmenten. Da wollte ich auch hingucken. So, wir gucken jetzt erstmal zu den Energiefragmenten. Die sind ja hier unten. Hier werden ja die Hülsen dafür, also die Gehäuse produziert. Da ist ja das Problem, dass wir ein bisschen zu wenig Invadore haben. Das ist scheiße. Da müssen wir nochmal irgendwann mal... Also Invasachen, da haben wir nicht viel davon. Und die Produktion war ziemlich aufwendig, aber auch nur deswegen, weil uns alles ausgeht. Also an Vorkommen. Da würde ich eh mal gucken, wenn wir jetzt die Weltraum-Lift-Sachen abgeschlossen haben, dass man mal Richtung Wüste geht und da mal ein bisschen ausbeuten. Weil hier wird es langsam ganz schön eng. In dem Gebiet, wo ich bin. So, hier werden die produziert. Kommt noch genug Schneckenschleim? Ja, wunderbar. 8 Stück, das ist nicht viel, Leute. Ja gut, aber wir haben 17. Egal, aber das sind auf jeden Fall, sie werden produziert, ultra mega langsam. Da kommen nochmal... Eins kommt immer gleich, oder? Naja, gut. Dann ist es halt so. Gut, dann schmeißen wir das schnell in den Meilenstein rein, gehen dann die Leiter hoch, also diese Treppe da oder was auch immer für ein Umfall das da ist. Und schauen uns oben die Forschung mal an. Und dann verlegen wir das Futter weiter. Und dann haben wir heute gut was geschafft. Wir haben noch übelst Zeit. Also, heute läuft's. Jetzt habe ich es wahrscheinlich verschrien und es geht alles schief. Ja, die Rahmen habe ich schon mal nicht dabei, aber die sind direkt hinter mir. Die werden hier produziert. Und hier eingelagert. Aber wenn wir Richtung Wüste gehen, habe ich mir schon so gedacht, machen wir das vielleicht so, dass wir... Weil da hinten, wo der Bahnhof ist, das wird so der große Bahnhof, da kommt der Zug dann an. Dass wir von dort aus anfangen, einen Zug Richtung Wüste zu fahren. Dann haben wir erstens dort Strom und zweitens, wenn ich Sachen brauche, kann ich einfach immer schnell hin und her fahren. Und ich muss nicht latschen, weil das ist ja bei mir immer so eine Sache. Dass ich Sachen vergesse oder... Ja. Gut. Wir könnten übrigens jetzt auch gleich mal gucken, was ich dazu brauche. Ich hoffe, ich bitte, bitte, bitte keine Invar. Zumindest die Rohre nicht, weil sonst habe ich ein Problem. Genau. Es fehlt tatsächlich eh nur noch. Bin ich mir gar nicht sicher, ob wir die produzieren. Müsste ich mal gucken. Haben wir alles? Da mache ich auch keine... Jetzt ist die Frage, würde es Sinn machen,
da eine neue Produktionskette aufzubauen von jedem einzelnen Teil, das wäre ja total dumm. Die Frage ist, brauche ich die scheiß Motoren irgendwann nochmal danach? Das ist es halt. Kobalt könnte ein bisschen tricky werden. Okay, die automatische Verkabelung haben wir, aber ich glaube, es würde schon Sinn machen, zumindest dieses Teil und dieses Teil nochmal komplett von neu aufzubauen. Das heißt, die komplette Anlage. Vielleicht sollten wir das tatsächlich in der Wüste machen, weil ich habe für das ganze Zeug jetzt hier keine Ressourcen mehr. Das ist... Nee. Ich kratze ja jetzt schon alles zusammen, was irgendwie nur hergeht. Gut. Dann, bevor wir es jetzt hier weitermachen, wollte ich ja mal gucken wegen den Forschungen. Damit ich gleich richtig verwirrt bin. Das heißt, Farming. 1500. Hier sind doch die Scheißblätter. Habe ich doch. Brauche ich auch. So, von denen brauche ich 1000. 6, 800, 1000. Und das andere war... Und den brauche ich übrigens auch 1000. 6. Gut. Elementar voll. Beziehungsweise das kann ich weg. Und dann habe ich noch gebraucht dieses komische... Das da hier. 500. Gut. Ich bin gespannt. Dogo-Haus. Dogo-Käfig. Also einmal Dogo-Liebe. Okay. Und einmal das hier, die Webmaschine. Aber die haben wir schon. Wir machen es trotzdem. Was soll's dann? Scheiße, ah, da brauchen wir Halloween-Schneckenfutter, lol. Da brauchen wir Aluminium, da sind wir noch nicht. Das schalten wir dann frei, wenn es soweit ist, oder? Was brauche ich denn das? Muffins. Futter für mich? Bringen die was? Müsste man mal testen. Wenn wir eh schon hier sind, was soll's? Also, schade, dass man sich das irgendwie nicht oben in den Task nehmen kann. Wir machen mal Bananenweizen und nochmal so... So komisches... Was schon? Gestern hier. Josse. So, Bananenweizen noch. Bananen schauen übrigens überreif aus. Und Weizen ist natürlich jetzt hier schon. Passt. Das wird übrigens weniger. Seht ihr das? Das heißt, wir müssten auch irgendwann mal nochmal Hand anlegen, was die ganzen Erdenproduktion angeht. Mann, 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 Mann. Oh, Farming. Wir wollten das hier machen. Das ist Mais und keine Banane. Scheiße. So, bekommt man die Zeit auch rum, aber was bekommen wir hin? Ich hole jetzt noch den Mais. Dann schaue ich, was ich mit diesen Blütenblättern machen kann, weil damit kann ich noch was machen, das weiß ich. Und dann geht's weiter. Bekommen wir auf jeden Fall heute noch verbunden alles. Die Frage ist halt, ob wir das schaffen mit den Schnecken, dass wir die Temperaturen einstellen. Aber gut, da haben wir ein bisschen geforscht, müssen wir ja auch machen irgendwann. Kann ich noch ganz zufällig jetzt irgendwas machen? Da fehlen mir jetzt Bananen echt. Okay, was soll's.
Halt. Farbpatrone. Blütenblätter. Leere Patrone. Scheiße. 10 Inventarplätze wären natürlich schon richtig nice. Das heißt, ich kann jetzt das wieder wegschmeißen. Gut. Halt. Habe ich jetzt noch genug dabei? Sollte reichen. Genau, dann würde ich sagen, gehen wir demnächst Richtung Wüste. Puh, das könnte ausarten. Nee, es wird ausarten. Die Frage ist, mache ich davor noch irgendwie hier irgendwas? Mal schauen. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach direkt hier runter, weil das braucht schon das Futter und das sowieso auch. Oder wir machen das so, wir gehen auf Strom. Ich komme sogar unten ran, ist ja gut. Dann Foundation. Stütze bauen. Na komm schon. Und was gut ist in der Wüste, beziehungsweise auch auf dem Weg dahin, wir bekommen mal wieder ein paar Festplatten. Das ist auch wichtig. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Kabel nicht mehr leitet. War das nicht mal so? Oder nur die Masten? Also für den Schweberucksack. Wunderbar, es ist sogar mittig. So, und dann kommst du wieder weg. Geht sich nicht ganz aus, aber nicht so schlimm. Beziehungsweise. Ne, ich mache jetzt hier nicht eine Etage hin, weil sonst habe ich noch eine Etage mehr. Wir gehen jetzt halt hier rüber. Und dann kommt hier eine Foundation hin. Das müsste eigentlich passen. Ja. Wunderbar. Und hier dann eigentlich wieder. Oh Mann. Vertikal nach unten. Wimmelarbeit, aber haben wir. Aber ich Strom, ja. Das wäre es jetzt gewesen. Gut, wir gehen da jetzt einfach direkt über die Pipeline drüber. So, mal schauen. Geht das? Ja. Gut. Dann, aber knapp. Ja, es geht. Kommt jetzt hier ein Splitter hin? Hier. Hier und da vorne. Und dann bräuchten wir theoretisch nochmal eine Anlage für die letzte Schneckenfarbe. Und dann wahrscheinlich nochmal welche. Aber okay, gut.
Was ich eigentlich auch gern mal machen würde, ist dieses komische Quantenkristall hier mal anschauen. Aber wahrscheinlich ist es noch viel zu früh dafür. Wir machen das jetzt hier so. Genau. Super. Butter kommt. Das bedeutet jetzt, ich muss da vorne. Davon habe ich echt viele. Mittlerweile. Hauen wir die mal hier rein. Moment, ich muss die nochmal teilen. Ich so doch nicht. Sieht noch gut aus von der Zeit. Passt. Gehen hier bloß 5 rein. Luftfeuchtigkeit scheint nicht richtig sein. Das ist halt so ein Problem jetzt. Wir gehen jetzt einfach mal Vollgas hoch und gucken. Die Temperatur passt ja schon mal. Soll der Pfeil mir ansagen, dass ich von der Luftfeuchtigkeit nach unten muss, oder ist es einfach bloß so da? Aber gut ist schon mal, dass die Temperatur stimmt. Gut. Dann gehen wir ganz runter. Das heißt Temperatur 25 Grad. Das ist ja da hinten sowieso eingestellt. Ja. Und jetzt habe ich ein Problem. Ich bin aufs Maximum gegangen. Auf beiden Seiten. Wie ändere ich denn, wie kann ich denn das jetzt noch beeinflussen? Ich sehe hier auch nicht irgendwie, ob es ein Modul gibt. Oder war ich jetzt einfach in der Zeit, wo ich hinten war, gerade eben und geguckt habe, war das vielleicht schon richtig, die Luftfeuchtigkeit? Es könnte sein, dass es bloß ein paar Prozent sind und dass es ganz kurz weg ist. Scheint aber nicht so zu sein. Shit. Wie kann ich denn die Luftfeuchtigkeit jetzt hier nochmal beeinflussen? Und ich habe es tatsächlich verpasst. Aber das kann ja nicht sein, dass ich da von Prozent zu Prozent mich hangeln muss, oder? Shit. Autosave. Achso, ich dachte schon. Gut, jetzt gehe ich nochmal nach oben. Also nicht ganz, sondern so. Dann geht es ein bisschen langsamer. Und jetzt schaue ich mal drauf. Ich gehe jetzt halt nicht aus dem Gebäude raus, weil gerade eben war ich ja aus dem Gebäude auch kurz draußen und habe mich umgeguckt, was natürlich super dumm ist. Hier. Da war's. Es geht noch ein bisschen nach unten. Reicht das? 66,5 funktioniert. Dann stellen wir das jetzt hier auch ein. Ungefähr. Also eher sogar noch ein bisschen mehr. Hier so. Genau. Und jetzt bekomme ich ja die Eier und die werden ja jetzt sofort da hinten wieder weiterverarbeitet. Und jetzt muss ich da noch einstellen. Moment mal, Temperatur hatten wir gesagt 25 Grad. Die sind ja hier schon eingestellt. Und hier muss man jetzt wieder aufpassen. Die Luftfeuchtigkeit muss ich auf 66% erhöhen, oder?
Genau, weil die ist nämlich auf, nee, die ist schon von auf 50, das heißt, ich muss die nochmal um 16% erhöhen. Das geht sogar knapp. Das heißt, würden wir jetzt noch eine höhere Luftfeuchtigkeit brauchen, müsste ich da drauf noch einen Luftfeuchtigkeitsmodul setzen. Flüssigkeitstank ist zu niedrig. Moment mal. Das hatten wir hier auch. Genau, wir brauchen nämlich hier noch Wasser. Das habe ich jetzt vergessen. Das heißt aber, ich stelle jetzt da drüben mal schnell noch die Temperatur und die Feuchtigkeit. Also Temperatur brauche ich nicht, aber Feuchtigkeit. 68 Grad. Prozent, nicht Grad. Da kann man eigentlich fast auf Anschlag gehen hier. Und dann brauche ich Wasser. Und das kommt theoretisch immer von der rechten Seite rein, richtig? Okay, gut. Wie habe ich denn das hier gemacht? Nah dran, wie es geht anscheinend. Mittig. Machen wir es mal so. Und dann bis zu diesem Lift. Ende hier. Also das ist ungefähr halbwegs gleich ausschaut. Hier geht schon zum Beispiel schon gar nicht mehr. Perfekt. Dann hier drüben noch und dann haben wir das. Dann sind wir für heute gut. Dann machen wir das mit der nächsten Schneckenfarbe ein andermal. Also das nächste Mal. Halt, wo geht's denn da runter? Eins vor der Linie. Also so. Das heißt, jetzt ist genau hier drauf die Schnittstelle. Das heißt, wir brauchen jetzt hier Wasser. Und hier Wasser. Passt das, ja. Scheiße. Gut, Wassermarsch müsste kommen. Ja. Ja, also da haben wir heute doch nicht ganz 100% alles geschafft, was wir schaffen wollten. Es fehlt jetzt eigentlich nur noch das Einstellen der Schnecken hier. Aber gut, wir haben auch ein bisschen geforscht und so. Das passt schon. Das war eigentlich ziemlich erfolgreich. Ich würde jetzt nochmal ganz kurz gucken wollen. Fehlen das Ei? Jetzt hätte ich keinen Schmarrn. Es müssten Eier da sein. Achso, ne, da drüben sind ja noch keine Eier. Aber hier. Hey, Moment mal. Wasser. Durchflussrate 0. Also manchmal. Jetzt. Hä? Ach so, Moment. Nee, ist oben drauf. Das Flüssigkeitsmodul habe ich überall oben drauf, richtig? Anscheinend nicht. Scheiße. Gut, dann machen wir das auch das nächste Mal. Hilft nichts. Gut. Dann würde ich sagen, war's das für heute. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.